Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Doch ein bisschen sehr laut. Ich habe vergessen, die Soundeinstellung zu ändern. So, das müsste jetzt besser sein. So, und wir haben hier zwei offene Quests. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das für Quests waren. Drei Quests offen. Vier. Gesucht in Ark. Will mal Gerberdris einen Schlitzer zur Strecke bringen. Mythen und Legenden haben wir offen. In unseren Schatten. Tarael in seinem Versteck in der Hauptkaverne treffen. Und die Spuren, die wir hinterlassen. Esmen in Ark treffen. So, da bin ich jetzt, mal auf. Ich kann's immer noch nicht glauben, dass dieser Koarek einfach so mit seinen Schiffen in den Arker Hafen segeln Schreitet konnte. Wohl. Warte mal, Esme müsste dann da hinten sein, oder? Die wollten wir ja hier treffen. Mit Tarael machen wir später, aber ich will jetzt erstmal Esme wiedersehen. Im Südviertel wahrscheinlich, oder? Nee, ich laufe hier falsch. Die erstmal müsste ich hier oben sein, nicht im Südviertel. Südviertel geht zu Tarael. Und das mit der goldenen Sichel will ich ja auch noch beendet haben. Madame. Also doch muss ich hier lang, Fremdenviertel. In den Fremdenviertel muss ich. Nein. Ich bin gerade irgendwie in der falschen Steuerung drin. So, zum Tanzenden Nomaden. Hier müsste Esme sein. Schauen wir mal, wie es ihr geht. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass dieser Koarek einfach so mit seinen Schiffen in den Arker Hafen segeln konnte. Da ist ein Brief. Malfas zum Gruß. Brief von Esme. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber ich war unerwartet früher da und gehe schon mal vor. Ich habe mich ein wenig umgehört und herausgefunden, dass Dalmersa ein altes Anwesen im Adelsviertel bewohnt. Ich werde die Lage auskundschaften. Trefft mich vor dem Badehaus. Oh, Esme. Gehen wir mit Esme baden? Wir sind ja in Spielen relativ offen zu allen Beziehungen, sagen wir mal so. Also, zumindest versuche ich das, mir anzugewöhnen, dass ich das relativ offen bin. Warte mal, dann mache ich die lieber erstmal in unserem Schatten weg. Dann machen wir in unserem Schatten später. Geht weiter! Ja, ich bin doch auf dem Weg, weiterzugehen. Ach so, und als kleine Info für diejenigen, die es interessiert, so bezüglich meines Videospiels, das was ich selber entwickeln bin. Ich habe seit vom Stand dieser Aufnahme her vor ein paar Tagen am Donnerstag, angefangen Coworking Streams zu machen, wo ich im Stream ein bisschen an meinem Spiel arbeite, so ein bisschen dazu was erzähle. Das ist dann eher meistens eher früh morgens. So, und ich will sowas öfter machen. Also, falls es jemand interessiert, so auf Twitch, Max Deus Live, so, da könnt ihr dann zusehen, angucken, mich fragen, was dazu kommt und alles, so. Aber jetzt genug mit der Eigenwerbung. So. Da seid ihr ja. Sehr gut. Ich glaube, ich habe Dalmersas Anwesen gefunden. Seht ihr es? Das da hinten? Das da, ja. Da waren wir schon mal vor. Warum seid ihr vorgegangen? Wir hatten einen Treffpunkt vereinbart. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Aber es hat sich irgendwie falsch angefühlt, mir die Beine in den Bauch zu stehen, während Tara hier irgendwo sein könnte. Außerdem habe ich Dalmersas Anwesen gefunden. Ihr meint, das überwucherte? Ja, was macht diese vermummte Person da? Das habe ich mich auch gefragt. Wo ist eine vermummte Person? Könnte das Tara sein? Was? Nein. Tara ist viel kleiner und schmächtiger.
Ich glaube, das ist ein Mann. Sehen wir uns das mal an. Meine Rede. Geht vor. Ich mach mal so. Hi, erstmal. Warte mal, ist er von... Was? Wer seid ihr? Freunde von Dalmessa und ihr? Ich, auch ein Freund. Ein guter. Rhetorik, wenn ihr der Freund eines Erhabenen seid, bin ich der König von Alt-Hinter-Arand. Und wer seid ihr? Boah, das will ich bringen. Bitte? Komm. Jetzt macht aber mal halblang. Das ist ja vortrefflich. Dann könnt ihr uns sicherlich sagen, wo Dalmessa sich gerade auf... Oh, tja, das, ist das Problem. Dalmessa ist verschwunden. Vor Monden schon. Dalmessa ist verschwunden? Was soll das heißen? Dass er weg ist. Und da er wohl weder Familie noch Freunde hatte, haben die Stahlkraben auch noch keinen Wind davon bekommen. Verdammt! Ach, das gibt's doch nicht! Vielleicht finden wir in seinem Haus Hinweise. Könnt ihr vergessen. Die Tür geht nicht auf. Ja, wir finden einen Weg. Knacken wir das Schloss eben. Ach, und was meint ihr, habe ich die letzten Stunden versucht, Madame? Dem Schloss gut zuzureden? Ja. Los, sehen wir uns das mal an. Wenn ihr meint. So, untersuchen Tür. Ist das Tara? Ja. Seid ihr Dalmessa? Bin ich. Kennen wir uns? Noch nicht, aber jemand hat mir gesagt, ich soll euch das hier zeigen. Was? Moment. Ihr seid Tara? Sie hat mir von euch erzählt. Wartet, ich... kommt erstmal rein. Na bitte, ein Schlüssel. Wirklich? Zeigt her. Nein, nichts da. Wir haben ihn gefunden, also gehen wir hinein. Wo habe ich jetzt einen Schlüssel gefunden? Mit Esme sprechen? Ja? Ich habe da eben noch etwas anderes gesehen, eine Vision. Vision? Was seid ihr, eine Art Medium? Lange Geschichte, aber ich glaube, ich habe Tara gesehen. Sie war hier. Das ist gut. Ein Grund mehr, sich das Haus anzusehen, was? In der Tat. Und ich komme mit. Wer bist du, Duncan? Lass uns erst einmal zu zweit reingehen. Danach könnt ihr dort drin tun und lassen, was ihr wollt. Was? Damit ihr den ganzen Klunker mitnehmt und mir die Spinnennetze übrig lasst? Nein, das könnt ihr vergessen. Ich traue ihm nicht. Aber... Ach, hol euch doch der schwarze Wächter. Gute Entscheidung. Ich traue ihm nicht. Dalmessas Anwesen, gehen wir mal rein. Ich bin jetzt neugierig, was dazu finden gibt's. Ziemlich ordentlich. Wirkt für mich jedenfalls nicht, als hätte Dalmessa seine Wohnung ungeplant verlassen. Jetzt nochmal in aller Ruhe. Was war das vorhin? Visionen? Ja, fragt besser nicht, vertraut mir. Ja, ich habe eine Art Gabe. Ich kann Dinge sehen, die in der Vergangenheit passiert sind. Das ist interessant. Und ihr meintet, ihr habt Tara gesehen? Ich meine, seid ihr euch sicher, dass sie es war? Klein, schwarze Haare, blaue Augen? Ja, und sie hat dann mehr seine Art Münze gezeigt. Münze? Ach, Tara, was soll das alles? Sehen wir uns um. Irgendwo muss doch ein Hinweis sein. So, ich benutze meine Fackel. Ist doch ein bisschen dunkel hier. Ach, das ist alles Stelen hier. Da geht's nach oben. Ich will hier erstmal gucken. Vielleicht finde ich hier irgendwie etwas, was ich für eine andere Quest oder so noch brauchen könnte. Oder ein weiteres Setstück von Skara. Das Skara. Goldener Honigwein. Lavendel. Ja, stehlen will ich jetzt nichts.
Okay, gehen wir nach oben. Da geht's nicht weiter, es geht nur in diese Richtung. Was genau suchen wir? Zauberbuch, Grabesfluch, Rang 4. Kultistenrobe. Ist er ein Kultist? Noch eine Kultistenrobe. Was genau suchen wir? Wenn ich jetzt so eine Kultistenrobe nehme. Kommt, wir sehen uns um. Wegen Tara? Hm. Ich schmeiß die Kultistenrobe wieder weg. Wo ist denn die? Weiter unten wahrscheinlich. Da. Weg damit. Jetzt ist nicht mehr stehlen, okay. Aber es zählt wahrscheinlich immer noch als gestohlen. Was ist... Ich finde solche Bilder irgendwie krass. Leeres Pergament. Das Brief würde ich gerne mal lesen, aber kann ich ja nicht. Eisendolch. Was genau suche ich hier? Esme, es wäre schön, wenn du mir helfen würdest. Verschlossen. Lasst mich mal sehen. Na bitte, dann wollen wir doch mal sehen. Okay, gehen wir runter. Ein Hammer. Ich glaube, hier finden wir irgendwas Kultistenartiges. Es geht in zwei Richtungen. Ich gehe erstmal hier nach links. Gibt es hier noch was? Das Ding habe ich ja gerade noch gesehen, deswegen... 6 von 15. Aber okay, mehr ist hier, glaube ich... Esme, du bist im Beweg. Okay, dann weiter nach unten. Psychose, Rang 3? Heilige Scheiße! Out. Hab ich noch Heiltränke? Scheiße, hab ich. Ja. Was war das? Das war... Keine Ahnung, eine magische Beschwörung? So etwas habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, dann... Dann war Dalmersa Arkanist? Hm. Aber was zum Henker ist das hier? Sieht aus wie eine Art Schrein. Schrein? Das gefällt mir nicht. Von was ist das ein Schrein? Wir müssen was essen. Brezel und eine Cremetorte. Schrein untersuchen? Was sagst du? Sie ist wunderschön. Ja, das ist sie.
Und ihr meintet, es gibt noch andere? Wie viele sind wir insgesamt und werden sie auch hierher kommen? 7. Es müssen immer 7 sein. Und nein, werden sie nicht. Wir werden sie auf der Burg treffen. Du hast Angst, was? Ich? Nein. Falls es dich tröstet, ich hatte sie auch und manchmal habe ich sie immer noch. Selbst jetzt, nach 7 Jahren. Und weißt du, was mir in solchen Momenten Halt gibt? Was? Der Gedanke an die Sinnlosigkeit meines Lebens, bevor sie mir erschienen ist. Und die Perspektive, dass wir dieses eine Mal die Möglichkeit haben, etwas Sinnvolles zu tun. Etwas Echtes. Okay, Tara ist auch eine Kultistin. Esme? Komischer Ort, wirklich. Spürt ihr dieses Kribbeln? Da läuft es mir kalt den Rücken runter. Esme von der Vision, ich habe wieder etwas gesehen. Etwas Echtes? Das hat er wirklich gesagt? Ja. Ach, Tara. Genau diese Formulierung hat sie auch einmal verwendet. Ich erinnere mich noch gut daran. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und das Bett neben mir war leer. Sie saß dann draußen in eine Decke gewickelt und hat in den Himmel gesehen. Ich habe mich neben sie gesetzt und wir haben angefangen, uns zu unterhalten. Irgendwann meinte sie dann, das Schlimmste sind eigentlich diese Momente, in denen sich alles so sinnlos anfühlt. In denen ich mich frage, warum ich überhaupt existiere. Habt ihr denn je versucht, einen Heiler aufzusuchen? Wegen ihrem Schwermut? Das hatte ich auch öfters vorgeschlagen. Aber sie meinte, das wäre sinnlos. Dass dieser Nebel Teil von ihr sei und sich ebenso wenig heilen ließe wie ihre Haut oder ihre Augenfarbe. Und dann? Jedenfalls meinte sie dann, als wir wieder im Bett lagen, dass sie sich nach etwas Echtem sehnt. Etwas, das allem Bedeutung gibt und ihr zeigt, dass sie nicht nur eine Laune der Natur ist. Und dieses Echte hat sie gehofft, hier zu finden, bei Dalmersa und dieser seltsamen Frau? Ja, vermutlich. Ihr meintet doch, dass Dalmersa eine Burg erwähnt hat oder eine Art Treffpunkt. Das heißt, wenn wir herausfinden, von welcher Burg er gesprochen hat, könnten wir auch Tara finden. Los, suchen wir weiter. Warte mal. Kann es sein, dass es mit dieser einen Burg zu tun hat, wo wir diese komischen Münzen hier sammeln? Habe ich welche hier? Kristallmünzen? Ne, ich glaube nicht. Oder vielleicht doch? 17 waren irgendwie vonnöten. Nicht 17, 7. Und ich glaube, wir haben mehr als genug davon. Ich bin zu weit. Esme! Hier. Warte mal. Wir sind hier noch nicht fertig. Suchen wir hier jetzt noch irgendwas? Wenn ich jetzt hier nochmal runtergehe? Da oben, ja. Die Kultistenrobe wahrscheinlich. Okay, im Bett kann ich nicht schlafen. Ich glaube, ich brauche nicht die Kultistenrobe. Ich nehme mal eine Fackel raus. Vielleicht ist hier irgendwie was. Hier, ein Hebel. Okay, dann weg mit den Kultistenroben.
Die kann ich nicht mitnehmen. Die schon, aber okay. Warum kann ich die anderen nicht mitnehmen? Alles mitgenommen? So kann ich die nicht mitnehmen. Was zum... Was wollt ihr hier? Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr draußen bleiben sollt? Und das interessiert mich, weil... Hört her, ihr könnt da unten machen, was ihr wollt. Aber ich habe den Raum zuerst gefunden und deshalb gehört das Zeug hier drin mir. Verstanden? Sonst was, machen wir Bekanntschaft mit eurem Buttermesser? Besserer Vorschlag, wir sehen uns zuerst um und wir, und wenn wir haben, was wir suchen, könnt ihr den Rest behalten. Was? Damit ihr die ganzen wirklich wertvollen Sachen einsteckt? Vergesst es. Und sonst was, machen wir Bekanntschaft mit eurem Buttermesser? Unterschätzt mich nicht! Das wollen wir doch mal sehen. Ja, okay, zur Seite. Verdammt! Was für ein Narr! Geht es euch gut? Ist schon in Ordnung. Ich wünschte nur, dieser Idiot hätte Einsicht gezeigt. So, gucken wir mal, was er hat. Nur ein Runendolch. Gut, das ganze Gold gehört dann mir. Ich wünschte, ich könnte hier alles looten. Noch eine Kultistenrobe, Münzhaufen. Mann, das ist so viel Gold. Statue. Okay, aber was suchen wir hier? Ich war jetzt von dem ganzen Gold hier abgelenkt. Phasmalistentisch. Echt jetzt, das ist so viel Geld? Ja? Die alte Statue zeigen? Zeigt mal. Ja. Ähnelt der Statue im Schrein, oder? Aber... wartet mal. Da ist was auf der Unterseite eingraviert. Ich werde daraus nicht schlau. Wollt ihr mal sehen? Ja, komm. Auf die Unterseite des Sockels sind eigentümliche Markierungen eingraviert. Die Runen erinnern euch an die in den Tempelwänden Ostians, aber auch nur ansatzweise. Und? Ich muss passen. Vielleicht sollten wir jemanden aufsuchen, der sich mit solchen Artefakten auskennt. Ja, nur wen? Moment. Das Museum. Gibt es in Art nicht ein Museum? Wäre ein Versuch wert. Dann vergeuden wir keine Zeit. Treffen wir uns gleich dort. Ich sehe mich nur noch einmal kurz hier um. Gut, aber seid vorsichtig. Werde ich. Na, Duncan ist jetzt tot. Ist auch selber schuld, der. Ich wünschte, ich könnte auch seine ganzen, Sachen, die er blutet hat, mitnehmen. Falls er was... Münzhaufen, da komme ich jetzt endlich dran. Nein, ich drücke immer das Falsche. Wieso komme ich an die Münzen nicht dran? Oder an das ganze Geld hier. Aber okay, ich will hier jetzt mal raus.
So, den Dingens haben wir ja hier oben direkt. Genau, der war ja direkt mein Nachbar. Der Dalmerser. Ihr seid Fremdländer, was? Ja. Ihr hättet euch keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, um nach Endera zu kommen. Hätte ich nicht? So. Marktplatz. Ich glaube, hier war der, oder? Das Museum? Gebt auf euch acht, Madame. Die Straßen sind um die Zeit gefährlich. Felsenzuflucht? Wilmerk, ja, bitte. Ah, da! Da muss ich hin. Okay. Aber Bertolus, den Schlitzer haben wir den doch schon mal besiegt, oder nicht? Hm? Da, aus dem Weg. Esme? Heilige Scheiße. Ich hab dich gar nicht kommen sehen. Aber gut. Wollen wir? Alles in Ordnung? Du wirkst nachdenklich. Was? Ach, geht schon. Bist du soweit? Ich glaube, das Museum ist gerade geöffnet. Ja, gehen wir. Die Statue uns ab. Alles im rechten Lot? Kann nicht klagen. Selbst? Es geht. Die Matrosen machen in letzter Zeit öfters mal Ärger. Aber Gilbert und Mera haben es scheinbar unter Kontrolle. Na dann, halt die Ohren steif, Bursche. Du machst gute Arbeit. Danke, wir sehen uns. Das war ein neuer Dialog, den kannte ich noch gar nicht. Erstmal wieder auf und. Ach, hier. Das ist das Museum? Arkt Museum? Der war hier? Kenne ich hier gar nicht. Na sowas, ein paar Gäste. Und fremde Gesichter noch dazu. Ach, hi. Ich wusste, wir sind nicht wegen der Ausstellung hier. Versteht ihr euch zufällig auf, Artefakte? Das ist mein Beruf. Worum geht es? Um das hier. Habt ihr schon mal so eine Statuette gesehen? Zeigt. Interessant. Diese Glyphen, das ist... komisch. So, einen Moment. Ja, was ist komisch daran? Ich dachte zuerst, das hier sei alt-aratialisch. Aber das hier sieht wiederum nach Skarakschen Runen aus. Ziemlicher Mischmasch. Aber irgendwo habe ich so eine Schrift schon mal gesehen. Doch, ganz sicher, auf einem der Exponate. Auf welchem? Ihr fragt Sachen... Ich weiß es gerade nicht mehr. Hört her, warum seht ihr euch nicht einfach selbst um? Ich habe noch zu tun und so gern ich euch helfen würde, die Arbeit geht vor. Haltet einfach Ausschau nach ähnlichen Glyphen auf den Ausstellungsstücken, dann ruft mich. Gut, in Ordnung. Hab Dank. Wollen wir? Ja, okay. Ich guck mir mal die, Dings, das müsste hier sein, oder? Statuette. Oder hier. Wo ist die Statuette? Hätte mir das Ding mal ansehen. Habe ich die überhaupt, die Statuette? Blutverschmierter Kriegshammer?
Wo ist die Statuette? So, 1 Million Schlüssel haben wir hier, aber ich glaube, die Statuette haben wir nicht. Okay, Exponat untersuchen. Ingens dorsi pina anguissensoren. Im Volksmund auch riesige gezackte Rückenflosse mit Schlangenfühlern genannt. Dies ist das weibliche und kleinere Exemplar, dessen Schwimmpartner erstmal von Parzival von Roggenhain entdeckt wurde. Wochen nachdem die Rückenflosse an Land gespült wurde, floss immer noch tödliches Gift aus den langen Fühlern. Der Legende nach wurde Großmonarch Radovizons III. Des Nachts mit einer Mixtur aus den Erzeugnissen eines Ingens Dorsipina von seiner Verlobten Sibylla Karnstein vergiftet, weil sie Radovizons Atem nicht mehr ertragen konnte. Fehlanzeige. Was ist damit? Exponat untersuchen. Dies ist eine der ersten Statuen, welche den ehrwürdigsten, den Licht- und Gnadenbringer Malphas darstellt. Anhand dieser ersten Entwürfe von Steinmetz Jegor Kantenschlag wurden die berühmten Abbilder unseres Herrn erstellt. Ah, das soll Malphas sein. Das hilft nicht. Das ist Malphas. Ah, okay. Schal des einen alten Volkes, Kelchern des alten Volkes, alter Dynamo. Als Getriebeteil. Exponat. Dies ist die berühmte laute, die nicht minder bekannte Trillerflöte des Gauklers und Minnesängers Gregor Casanovo Goldkehle. Bettgeschichten erzählten von etlichen untreuen Frauen, welche ihren alten Lumpen wegen diesen Prachtkerls betrogen. Nein, das hilft nicht. So, das geht in Südviertel, okay. Was ist hier? Exponat? Energiekonzentrator. Diese letzten Überbleibsel an bekannten Energiekonzentratoren werden als Artefakte der höchsten Stufe eingestellt. Sie beherbergen Gedanken und Erfahrungen in Form von sich schnell drehenden Energiefasern, um sie dem Konzentrator zu entlocken. Benötigt es jedoch eines Gegenstücks, welches bisher noch nicht gefunden wurde. Fehlanzeige. Das sieht aus, als bräuchte ich es. Eine Drachenklaue. Okay, vor allem, weil ich das auch klauen konnte. Ich würde das später klauen. Ah, Museum. Okay, hier sind Wachen. Ausstellungsstück. Ah, ich will es nur ansehen, nicht öffnen. Ein Metallstück eines alten Volkes. Hier können wir uns hinsetzen. Beeindruckend. Tara hätte diesen Ort geliebt. Das glaube ich. Noch ein Exponat. Hier ruht in Frieden der gerechte und starkherzige Graf Dal Gremblin von Illitas. Herrschte er zwar nur über eine geringe Insel, eilte sein Ruf ihm doch weit voraus. Doch war er zu seinen Sklaven entschieden, war sein Wort. Ein Vorbild für jeden Edelmann sollte er sein. Nein, das hilft nicht. Ich glaube, das da ist es. Deswegen gehen wir... Was gibt's denn hier noch? Hier fehlt was. Das sieht aus, als könnten wir das gebrauchen. Ein Skaragdstab oder sowas. So, noch ein Exponat. Wechselnde Nachbildung als einen verlorenen Untoten. Fehlanzeige. Kann nur noch das hier sein. Exponat. Bruch und Fundstücke einer alten Zivilisation, geborgen aus tiefen Ruinen, erinnert sie an längst vergangene Zeiten, in denen sie mit Mühe und Kunstfertigkeit aus weichem Stein gefertigt wurden. Anmerkung: Die Kristalle wuchsen erst, nachdem die Funde hier drapiert wurden. Sie scheinen ihre Leucht- und Lebenskraft aus der Steintafel zu ziehen. Warte mal,
Ja, das sieht gut aus. Los, holen wir den Museumswärter. Tatsache. Richtig, das war es. Die Runentafel aus dem Düstertal. Was ist Ihre Geschichte? Tja, das weiß niemand so genau. Irgendein Schatzjäger hat sie mal aus dem Düstertal hierher gebracht. Er hat sie wohl in der Nähe des Schlachtfelds der Blutmondrevolte gefunden. Ja? Blutmondrevolte? Ein trauriges Kapitel endraläischer Geschichte. Die Blutmondrebellen haben sich in eine alte Festung namens Burg Fahlstern zurückgezogen. Der Kampf ging Monde, bis der Orden schließlich in die Festung eingedrungen ist und die Rebellen allesamt getötet hat. Die Ironie ist, die Burg galt schon seit langem als verflucht. Waren wir nicht schon in Fahlstern? Angeblich hat der damalige Burgherr, der irgendwann in den frühen 5000ern gelebt hat, irgendwelche, wie soll ich sagen, eigentümliche Rituale vollzogen. Kilana Hammerschlags engste Berater haben ihr davon abgeraten, in der Burg Stellung zu beziehen. Aber sie hielt es für abergläubischen Unfug. Also meint ihr wirklich, auf dieser Burg lastet ein Fluch? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube einfach nur, dass eine uralte, bröcklige Festung den heiligen Streitkräften des Ordens einfach nicht lange genug standhalten konnte. Das heißt, diese Runentafel und die Statuette stehen in irgendeiner Verbindung zur Burg Fahlstern? Das wäre meine Vermutung. Moment. Ihr habt doch nicht etwa vor, dahin zu gehen? Doch, das haben wir. Aber das ist Irrsinn. Selbst die Garde und der Orden meiden das Düstertal mittlerweile. Seit dem roten Wahnsinn wimmelt es dort nur so von Verlorenen. Wir werden uns entsprechend vorbereiten. In jedem Fall gebührt euch mein Dank. Ihr habt uns sehr weitergeholfen. Ich... Na schön. Ich hoffe nur, ihr wisst, was ihr tut. Seht euch den Stein noch an, wenn ihr wollt. Ich muss wieder runter. Dann wäre das also geklärt. Der Ort, von dem Dalmerser gesprochen hat, muss Burg Fahlstern gewesen sein. Wollen wir? Ich hoffe mal, in dieser Burg gibt es genug Beute, um das Risiko zu rechtfertigen. Hoffe ich auch. Weil ich schlicht gesagt sonst keine Ahnung habe, wie ich Tara noch finden soll. Ohne deine Hilfe überlebe ich da draußen sicher nicht lange. Ja, ich helfe. Wir treffen uns in einem Tag beim Myradenturm im Düstertal. Bis dahin. Okay, ich will jetzt aber einmal... Den Bogen will ich noch mitnehmen und den Stab da. Und die Drachenklaue unten. Die will ich irgendwie haben. Vor allem, die sehen auch so aus, als werde ich die für Quests oder sowas noch gebrauchen. Ich speichere einmal. Das ist Meister. Ich hoffe, ich krieg das geknackt. Vielleicht hier? Nein, in die andere Richtung. Okay. Hä? So vielleicht? Nee. Okay, hier ist schon sehr nah. Hä? Wie Millimeter genau muss ich denn? Ah, okay. Das war so Pixel. Klau der Dalgorax. Jetzt ist die Frage, die anderen Sachen hier oben. Auch Meister. Noch sehen die uns nicht. Ich speichere nochmal. Nur um sicher zu gehen. Komm. Das ist immer so Millimeterarbeit. Pixel genau und alles. Sorry, wenn ich das so langsam mache, aber ich will ganz sicher sein. Ja. Schattentanz.
Hier ist aber nichts. Nochmal kurz speichern. Nicht, dass ich gleich Ärger kriege. Oh, vielleicht in die Richtung. Einmal nur kurz angedippt, sofort durchgebrochen. Ich verliere bald alle meine Dietriche deswegen. Wo könnte es sein? Oder warte, wenn ich es nochmal so mache, dann... Hier. Ganz vorsichtig, ganz langsam. Mist. Und Schattenlied. Er kommt mir zu nah. Einmal schnell speichern. Ich will die Dinger haben. Die sehen wirklich, also die sahen schon wichtig aus. Vor allem die Drachenklaue. Das ist die einzige Drachenklaue, die wir hier bisher gefunden haben. So, gucken wir uns das mal an. So, Schattenlied. Und Schattentanz. Okay, wo ist mein Zuhause? Nochmal. Wo geht's nach Hause? Da lang. Manche Schichten gehen einfach nie zu. So, wenn ich jetzt den Eterna-Bogen... Ich trage zu viel, um zu laufen. Ah, okay, mein Eterna-Bogen ist... Okay, ich pack mal dann die Sachen. Knochenreißer, absorbiert 3 Lebenspunkte. Also, warte. Waffen erstmal. So, Schattenlied weg und den Tanz da weg. Totensturm. So, die rote Sonne packe ich auch mal da rein. So, hier. Ich glaube, die muss ich alle verkaufen, weil ich die doppelt habe. So, wir haben keine Heiltränke mehr. Ich muss so viel noch verkaufen hier. Außer Mythen und Legenden und die Schlechter von Ark. Ne, das sind die, die ich doppelt habe, glaube ich. Warte mal. Ark, Buch 10, der Fall. Buch 2, der Namenlose. Kalian, die Silberwolke, all die toten Seelen, Masken, der Aufstieg.
Warte, wie spät haben wir es? 5.41 Uhr. Wie viel tragen wir? 448 von 481. Ja, okay. Wir müssen definitiv mal kurz pennen. Also legen wir uns einmal kurz hin und dann verkaufen wir den Scheiß. So, 3 Stunden. 8 Uhr machen die ja alle auf. Reitet wohl. Ja? Malfas zum Gruß. Sucht ihr einen Trank, um eure Ausdauer aufzufrischen? Oder seid ihr gar Nutzer der arkanen Künste? Ich fange hier irgendwo an. Bodenhammer Schmiedewerk. Willkommen in der Acker Schmiede. Gebt Bescheid, wenn euch etwas ins Auge sticht. Ja, Darius. Fester Stahl zum alles für den wegestreuen Kampf. So, ich will dir erstmal meinen Zeug hier verkaufen. Das hier, das. Das kann weg. Oh, der hat aber viel Geld. Totensturm behalten wir. Wegestreuen, Kriegsheim und Entkräftigung. So, der kann endlich weg. Und der kann weg. Ich glaube, die Sets. Set des Charakters, davon einer. Kann einer schon weg. Und davon auch einer. Der hat nicht so viel Gold. Okay, was hat er so? Im Angebot. Kyrische Rüstung. Rungro-Schwert. Einzelteile. Eisenclaimer. Okay, der hat. Der schaut hat mal wieder rein. Was mit Put? Put danken? Okay, er kauft nichts. So. Hier Erbgotts Lederwaren. Hier können wir auch noch was verkaufen, ne? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Zeigt mir eure Ware. Natürlich. So, was kann ich ihr jetzt andrehen? Hier irgendwie was. Da bin ich mir noch unsicher. So, okay, und den Rest dann bei den anderen hier. Die kauft auch magisches Zeug ab. Wir haben noch ein paar magische Sachen. Schreitet wohl. Aber immer doch. Ja, die beiden. Ah, Mist. Okay, aber wir brauchen Heiltränke, oder? Schlösser knacken. Okay, lassen wir das mal. Schreitet wohl. Ich hoffe, er hat noch Geld. Ja?
Bitte, oder warten Sie, ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Okay, Genesungstrank hat er. So, wie viel Geld haben wir jetzt? 15.000 haben wir so auf Tasche. Das ist schon mal gut. So, hier habe ich noch irgendwie was. Magiestromrobe. Weg damit. Wo kann ich jetzt die Ringe verkaufen? So, das weg. Ach komm, das kann auch weg. Hier die Bücher. Bericht eines unbekannten Reisenden. Weg, weg. Torgen Wisperzunge kann weg. Der Fahrtbuch 8 kann weg. Hier Schlechter von Arc, die behalten war. Außer die, die wir doppelt haben. Den haben wir doppelt. Den haben wir. Der hat nur 16 Groschen. Apropos, warte mal. Der blinde Schürfer, die Aschewitwe, warte. Und die Aschewitwe, okay, haben wir. Schreitet wohl. Dann drehen wir mal dem da hinten noch ein bisschen was an. Wissensdurstig nach magischen Geheimnissen? Ich habe Bücher, Schriftrollen, Sammel. Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Zeigt mir mal, was ihr im Angebot habt. Dies und das. Schaut einfach selbst. Ich glaube immer noch, er hat mit den Dings da zu tun. Mit der einen Burg da im Süden, im Südwesten. So, das, den zweiten. Hier und hier. So, Lieferschein mit den Legenden. Oh, die habe ich noch nicht gelesen, aber den habe ich gelesen. Den habe ich gelesen, den habe ich gelesen. Zauberbuch Läuterung mystisch. 600 Groschen. Ne, 714 kostet. Alter. Totenau kann auch weg. So, die können weg, die können weg. Der ist schon wieder pleite. Dass die nie genug Geld haben. Warte mal, gucken wir mal. Hat er Heiltränke? Der hat gar keine Heiltränke. Aber vielleicht ein paar Teleportrollen nach Ark nehmen wir mal mit. Okay, kann ich ihm noch irgendwas andrehen? Blauen Quarz. Eisenerz. Ach komm, weg damit. Seelensteinfragmente. Gut, Schreitet wohl. Wie viel haben wir noch? Wir haben jetzt 266 Kilo. Guten Morgen, Madam. Guten Morgen. So. Ich will wissen, wo dieser Raum ist, auf diesem Bild. Arbeiter? Warum kriecht er da? Kommt zu Irinto Sha'amgash und kauft Fisch frisch aus dem Roten Meer. Komme ich hier durch? Anscheinend ja. Na los, geht weiter!
hier ist anscheinend alles noch normal. Hm. Nur, dass das ein bisschen so wirkt, als wären hier mehr Wachen. Schreitet wohl! Oh, Wachtmeister Rufus? Hallo? Den kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Hallo! Hallo! Ihr seid Fremdländer, nicht? Ihr hättet euch keinen besseren Zeitpunkt aus. So, was Quest angeht, einen Tag warten muss ich. Okay, dann können wir, Dingens hier. Besucht den A. Wertelust den Schlitzer mal zur Strecke bringen. Das ist ja noch markiert, da hinten. Aber ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Und ich wollte jetzt in die Richtung gucken, aber die Cam ist jetzt mittlerweile da. Ich würde sagen, machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.